ist wieder Feeling Right mit einem neuen Video. Heute möchte ich ein ganz bestimmtes Thema ansprechen, was mir schon ganz, ganz lange am Herzen liegt, darüber ein Video zu machen. Und zwar geht es hierbei um eure Sicherheit. Natürlich nur ein kleines Stückchen, was zu eurer Sicherheit beiträgt. Die meisten wissen das wahrscheinlich aus der Fahrschule. Ich habe damals in der Fahrschule das gelernt und jedes Mal, wenn es soweit ist, werde ich daran erinnert und wollte euch das mal zeigen, was es damit auf sich hat. A few moments later. So, meine lieben Einzylinderfreunde, ich habe mir jetzt mal ein ruhiges Plätzchen gesucht. Es geht darum, und zwar haben wir ja in diesem Sommer, der noch nicht da ist, aber wir haben ja jetzt viel mehr Sonne als im letzten Jahr. Und damit ist es auch so, dass wir natürlich hier, wie ihr das sehen könnt, ziemlich lange Schatten werfen. Und zwar in den Abendstunden und in den Morgenstunden. Und das Ganze ist ziemlich gefährlich, wenn wir lange Schatten werfen für uns Motorradfahrer, weil wir dann natürlich schlecht gesehen werden durch die tiefstehende Sonne. Also ich sehe ja jetzt sehr gut, weil die Sonne ja hinten ist. So, jetzt halte ich hier mal an und zeige euch mal, was mir für eine Eselsbrücke beigebracht wurde. Und ich hoffe, dass euch das, wenn ihr die Sonne seht, spät am Abend oder früh am Morgen auch ein bisschen weiterhilft. Und zwar sieht es ja jetzt wie folgt aus. Ich fahre jetzt ja gegen die Sonne. Das bedeutet, ich kann schlecht gucken. Also wenn ich jetzt ein Autofahrer wäre, könnte ich halt Motorradfahrer, die mir entgegenkommen, sehr schlecht sehen. Und im Gegenzug, also wenn ich jetzt als Motorradfahrer in diese Richtung schaue, ihr seht ja, wie lang mein Schatten ist, da ist dann halt das Problem, dass genau von da jetzt die Autofahrer kommen, die mich besonders schlecht sehen können. Und ihr könnt euch immer merken, die Gefahr kommt immer von da, wo der Schatten hinzeigt. Ja, also der Autofahrer, der jetzt von da kommt, der sieht mich natürlich schlecht. Und würde ich jetzt so stehen, könnten die Autofahrer, die von rechts kommen, mich natürlich schlecht sehen, weil sie von der Sonne geblendet sind. Ja, das bedeutet, also dahin, wo der Schatten zeigt, von da kommt die Gefahr. Und dann noch, was ihr euch merken könnt, je länger der Schatten, desto größer ist die Gefahr. Denn je länger die Schatten sind, desto tiefer steht die Sonne. Ist ja logisch, ne? Wenn die Sonne jetzt noch ein bisschen weiter runterkommt, dann wird der Schatten noch ein bisschen länger. Ne? Also merkt euch das, aus der Richtung, in die der Schatten zeigt, kommt die Gefahr. Und je länger der Schatten, desto größer die Gefahr. Und umso mehr müsst ihr aufpassen auf euch selber. Ja, das nur als kleine Eselsbrücke. Das fällt mir jedes Mal eigentlich ein, wenn ich auf dem Motorrad sitze und die Sonne so langsam untergeht oder morgens, wenn sie aufgeht und ich sehe meinen Schatten, der ziemlich lang ist, dann denke ich immer an meinen alten Fahrlehrer zurück, der mir das damals beigebracht hat. Und ich hoffe, dass ich euch damit auch ein kleines Stückchen helfen konnte, beziehungsweise eine kleine Erinnerung in euch gebrannt habe, dass ihr, wenn ihr das nächste Mal auf dem Motorrad sitzt und euren Schatten seht, der nach vorne zeigt, dass ihr denkt, oha, aufpassen, die Autofahrer übersehen mich jetzt sehr schnell, weil die Sonne sehr tief steht. Ich hoffe, euch damit ein kleines Stückchen geholfen zu haben, wenn es einen einzigen, nur einen einzigen davor rettet, einen Unfall zu haben, hat das Video schon sehr viel gebracht. Deswegen freue ich mich sehr, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, das würde meinem Kanal sehr weiterhelfen.
Auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, würde mir das sehr helfen. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin kann ich nur sagen, Leute, passt auf euch auf. Fahrt sicher durch die Saison. Ride safe. Und feeling right.